Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Saphir in der Randomizer Let's Talk Challenge. In der letzten Folge haben wir leider Ponu verloren. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten, Leute. Hey, das ist eine Schriftrolle. Nope. Und ich glaube, wir haben dann nur noch einen Trainer, nämlich den da oben. Bitte sei nicht allzu stark. Ich habe Ponu jetzt immer noch vorne. Wehe, du hast auch einen Pokémon, das diese blöde Fähigkeit hat, dass man seine Pokémon nicht auswechseln kann. Gott, Jasmin hat ein Viscora. Viskosität. Oh ja, das macht sogar Sinn. Viskosität ist ja irgendwie wie schleimig, härtnerisch eine Flüssigkeit ist. Level 14 auch nur. Ach komm, das kriegen wir doch hin. Aber nicht mit Ponu. Nein, nein. Gucken wir uns unser neues Fly an, wie cool der jetzt aussieht. Leider gar kein Plan, was Viscora so kann. Sieht auf jeden Fall auch sehr knuffig aus, so ein bisschen wie Ditto, nicht wahr? Aber Felsgrab war bisher immer ganz gut, also let's try Felsgrab. Ba, ba, ba. Ja, guck mal, Volltreffer. Nicht mal sehr effektiv, oder was? Nee. Drachentanz. Oh, ist der von Typ Drache? Ziemlich safe, dass nur Drachen tatsächlich auch Drachentanz erlernen können, oder? Viscora ist ein Drache? Wie sieht denn dann die Weiterentwicklung von Viscora aus? Das muss ja dann auch ein Drache sein, oder nicht? So mit Flügeln und Feuerspucken und so. Hä, dann will ich jetzt auch ein Viscora haben. Hä, ich habe jetzt richtig Bock auf ein Viscora im Team. Wo kriegt man das her? Jasmin, sag mal, wo kriegt man ein Viscora her? Kindwurm ist auch ein Drache. Windhose gegen ein Flug-Pokémon, das ist natürlich auch sehr gewagt, möchte ich meinen, Kindwurm, das ist sehr gewagt. Hier, deine kleinen Stummelarme kotzen mich an. Spüre meine Wasserschuriken. Geil, macht auch absolut gar keinen Damage, aber immer ein Volltreffer. Ach man, wieso ist denn immer alles so tanky? Ist mein Team wirklich so schlecht? Papapapam, Kindwurm tot! Wir aber auch alle kein Geld dabei haben. So, geschafft. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch ein weiteres Labyrinth. Der Rätselmeister ist einfach spitze, war die Lösung. Und wir kommen hin. Ach, da ist er, der Rätselmeister. Oh, da hinten ist noch eine Höhle, oder was? Aber erstmal Seelentau. Ein Item, das von Latios oder Latias getragen werden kann. Stimmt, wir haben ja im Trailer schon gesehen zu diesem Spiel, dass es hier Latias und Latios gibt. Cool. Ah, du hast mich gefunden. Du bist ganz schön clever. Du bist mir ebenbürtig, bis auf 1, 2, 3 oder auch 4 Punkte. Naja, du hast dir trotzdem eine Belohnung verdient. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oder wieder ab. Mit seiner Superbad-Fähigkeit. Ja, also hier wird es wahrscheinlich weitergehen, aber ist die Frage, ob ich das wirklich will. Will ich in der... Nee, ich bin wieder vorne. Und das ist die Frage. Wir können entweder den Fahrradweg lang gehen, also hier unten durch, oder aber wir gehen in den Westen, holen uns hier vielleicht noch ein Pokémon auf Route 103. Nee, dürfen wir nicht. Hier hatten wir schon einen Mobile. Aber es kann ja sein, weil das hier die andere Stadt verbindet, dass die Trainer hier gar nicht mal so krass sind, oder? Director Lawrence hat ein Datignis. Haben wir, glaube ich, schon mal... Nee, haben wir nicht gesehen. Das ist die Weiterentwicklung von diesem Datiridili. Ah, Level 17! Willst du mich komplett flachsen? Ja, lol, wechsle ich auf jeden Fall aus. YOLO, it's your turn. Oh, er kann einfach Flamme? Stimmt, das ist natürlich ein Flamm-Pokémon. Warte, nee. Hä, ist das das, was es auch bei Pokémon Unite gibt? Dieses... Da gab es doch auch so einen Flammvogel. Aber das ist ein anderer, ne? Oh, yeah! So sieht's nämlich aus. Level 17 gegen Level 17. One-Hit. One-Hit-Wonder YOLO King. Level 18 YOLO King. Was willst du tun? Was willst du tun? Bin ein echter Elektrofisch. Was willst du tun? Und Ponu Level 11? War Ponu nicht immer Level 13? What? Ponu Level 12? Ponu hat einfach 2 Level dazu bekommen. Läuft bei ihm. Da unten haben wir noch einen Doppelkampf. Da habe ich ein bisschen sehr dolle Angst vor. Wir kriegen ein paar Beeren. Okay. Wo hätte ich das gewusst, dass wir hier Beeren bekommen? Dann hätte ich natürlich Ponu hier vergraben und nicht einfach ins Meer geschmissen. Naja. So, ich mache jetzt aber trotzdem Pussy-Modus. Werde meine Pokémon einmal heilen. Vor einem Doppelkampf wäre das, glaube ich, sinnig. Und wir können auch nochmal nachgucken, wie viel Geld wir denn inzwischen haben. 2000. Oh, Superdrang kostet sogar 700. Das ist ja ultra teuer. Ja gut, ich gebe da mal mein ganzes Geld für Supertränke aus. Scheint ja ganz gut zu sein. Oh boy, ey, wie soll ich denn jemals auf die 6000? 6000 Pokédollar kommen? Für den Beulenhelm. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir kämpfen immer zusammen. Ich heiße Nora und das ist meine Schwester Jo. Zusammen sind wir Nora Jo. Peachy Poppen haben sie dabei und... ja, genau, das passt gar nicht zu denen. So kleine, süße Kinder. Vor allem Mädchenkinder. Und dann haben sie so richtig fette, muskulöse Kerle als Pokémon. Ja, genau. Wir werden erstmal das Verkogel vernichten, weil wir auch eine Wasserattacke haben mit Fly. Und hoffen, dass der dann schon mal weg ist. I mean, wir sind Level 8. Oh nein.
Der ist kein Feuer oder was? Der sieht aber aus wie Feuer. Also, er heißt auch Kokel. Verkokel muss doch Feuer sein. Dann ist er nicht nur Feuer oder was? Oh, aber guck mal. Ey, Fly! Okay, ja, wenn er 5-mal trifft, dann ist das auch egal. Doch, es war sehr effektiv. Dann ist er doch Feuer. Ich dachte gerade schon, Nachtflut kommt auch raus. Sollte den Schuh vernichten, oder? Nein, Nachtflut macht gar kein Damage. Shit. Okay, also das, was Fly rausgeholt hat. Oh mein Gott. Oh, das sah so krass aus, aber es hat gar kein Damage gemacht. Ein Glück, ein Glück, ein Glück. Zaro irgendwas? Okay, machen beide kein Damage. Okay, das fände ich gut. Kann so bleiben. Eine weitere Nachtflut sollte aber lang, oder? Nee, das hat gar kein Damage gemacht. Und es war nicht sehr effektiv. Das heißt, wir sollten vielleicht lieber einen Donnerzahn einsetzen, obwohl ich da mir vorstellen kann, dass es auch kein Damage macht. Wir bleiben beim Kreuzdonner. Das macht mehr Damage. So, ein Strepoli. Ja, Stahl. Deswegen würde ich mal... Ach, das trifft sogar... Warte, trifft das... Nein. Oh, jetzt habe ich es eingesetzt. Das trifft auch mein YOLO King. Ich habe es zu spät gesehen. Hoffentlich macht das nicht so viel Damage. Oh. Kann YOLO nicht sowieso fliegen? Hat er nicht irgendwie eine Fliegeschwebe oder so, dass er gar nicht getroffen werden kann? Das wäre richtig toll. Hoffentlich ist das Verkokel tot. Ja, mega nice. Tschüss, Fettwanz. Oh nein, Fleisch schon Level 19. Level Cap ist 21, Leute. Wir müssen dringend andere Pokémon trainieren und wir dürfen nicht immer auf Fly zurück uns verlassen müssen tun. Oh. Not so good. YOLO wird auch verletzt. Ah! Hä? YOLO wird doch nicht verletzt. Aber der andere hat auch kein Damage bekommen. Weil YOLO nämlich doch fliegen kann, ne? Ja, YOLO kann fliegen. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. Ach, das ist auch ein Feuer-Pokémon. Moment hier mal. Der hatte Feuerattacke. Hm. Dann könnte man ja mal den Wasserschuriken aus... Ja, YOLO ist so schlecht in diesem Kampf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Felsgrab hat auch absolut gar nichts. Aber ich glaube, Felsgrab, wenn der Feuer gewesen wäre, dann wäre Felsgrab sehr effektiv. Oh, jetzt schläft auch unser Fly ein. That's not good. Tja, YOLO, du bringst mir hier, glaube ich, nicht allzu viel. Wir wechseln mal der Bischof ein. In der Hoffnung, dass er nicht instant stirbt. Und probieren wir mal einen Wasserschuhrücken aus. Ob das vielleicht Damage macht? Irgendwas muss ja mal Damage machen. Es sei denn, der ist auch wieder so ein Blödmann, wie das ist so. Ist so, ne? Ist so ist richtig. Ist so. Ist so ist doof. Ist so einfach. Ist so. Okay, was hat denn der Bischof für krasse Attacken drauf? Der hat einfach eine Eisattacke, Leute. Ja, lol. Mach. Eis und Wasser. Vereint euch. Macht auch gar kein Damage. Null. Vielleicht zumindest aufgewacht. Da könnte ja jetzt mal ein bisschen Damage bei rüberkommen. Absolut gar nichts. Aber wenigstens trifft er zweimal absolut gar nichts. Ist ja auch nicht so schlecht. Ist Stahl dann vielleicht gut gegen den? I don't know. Wir probieren einfach alles aus. Hier noch eine Flugattacke, dann haben wir auch alles durch. Und wenn davon dann gar nichts sehr effektiv ist, dann habe ich halt Pech gehabt. Hä? Was? Okay, die Flugattacke war's. Okay, damit habe ich gar nicht gerechnet. Das Fluggut ist gegen so einen Stahlträger-Typi. Ah, soll das darauf aufmerksam machen, dass das vielleicht so ein Dachdecker ist? Und wenn großer Windstoß kommt, dann fliegen die vom Dach runter und sterben deswegen. Und deswegen ist Windgut gegen Stahlträger, Leute. Das kann natürlich sein. Das kann sehr gut sein. Wenigstens kriegt man hier richtig viele XP. Ah, wir haben verloren. Ich bin so enttäuscht, Nora. Ja, jo, ich bin auch so enttäuscht. Oh mein Gott, hier sind noch mehr Trainer. Aber wir müssen ja nicht gegen die antreten. Hier sind einfach noch drei Trainer. Wie kann das sein? Elektrojuwel. Es erhöht einmalig die Stärke einer Attacke von einem Elektro. Ja, aber wird es dann verbraucht? Egal, YOLO hat es jetzt erstmal. Wird bestimmt ganz toll sein. Na gut, wir müssen ja sowieso ein bisschen trainieren. Er hat sowieso nur Carpadore dabei. Und wir wissen ja, Carpadore werden zu... Zu was denn eigentlich? Irgendwas. Er hatte trotzdem irgendwas Schlechtes, oder? FM. Ja, haben wir auch schon mal gesehen. Hoffentlich nur Level 13, hoffentlich nur Level 3. Er ist Level 14, okay, das ist in Ordnung. Weil der Bischof ist auch Level 14. So, der wird Psycho sein. Gegen Psycho ist doch bestimmt Eis richtig, richtig geil, oder? Ich glaube schon. Ja, ja, ja. Hab was gelehrt. Ich hab einfach was gelehrt. Huch, nein, nein. Hallo, ich bin ein Hase. Ich gehöre nicht in die Luft. Lassen Sie mich bitte wieder runter. Und zwar sanft und ohne Schaden zu machen. Na gut, war fast kein Schaden, das ist in Ordnung. Und hoffentlich als erstes dran, ja. So, und so wie man Angler kennt, die haben doch eigentlich immer zweimal dasselbe Pokémon. Dann müsste da jetzt noch ein FM haben. Oder vielleicht die Weiterentwicklung, würde ich auch mit klar gehen, I guess. Hopspross. Wer zum Fick hat denn einen Hopspross im Team? Okay, dann kann Score zumindest auch mal wieder zeigen, was er drauf hat. Kann aber zeigen, dass er nicht nur hübsch ist, sondern auch stark. Oh, 15 Damage. Not bad. Und meine Genauigkeit sinkt. Not cool. Mach einfach One-Hit. Na, fast.
War sogar ein Volltreffer, aber er brennt zumindest, ja. Ich habe ja ein paar Tränke gekauft. Ich will's nicht riskieren. Komm, Score, nimm deinen Trank. Nimm deine Medikamente. Du darfst nicht sterben. Geschwätz, ja. Kenn ich doch. Alles gar kein Ding. Bin verwirrt, aber das Hopfspross brennt ja sowieso. Es verbrennt leider nicht. Wenn wir uns erst mal dran sind, haben wir sowieso gewonnen. Wir haben aber auch gewonnen, wenn das Hopfspross einmal angreift. Wir sind leider verwirrt. Und ich will nicht das Risiko eingehen, durch die Verwirrung mich selbst zu verletzen und dass dann das Hopfspross nochmal angreift und wir verlieren. Deswegen heile ich jetzt nochmal mit einer Sinelbeere. Ich glaube, das ist schlau, oder? Klein Dizzy ist endlich mal smart. Leute, sagt mal bitte, ob Klein Dizzy smart ist. Charme, okay. Hätte mir gar keine Gedanken machen müssen. Kannst ruhig deinen Charme einsetzen, du verbrennst jetzt. Alles easy. 500 Pokédollar mehr auf dem Konto. Oh, jetzt zwei Trainer haben wir noch. Der sollte ja eigentlich Feuer-Pokémon... Oh, er ist gar kein Trainer. Aber du bist noch ein Trainer. Mein Pokémon ist einfach total niedlich. Sieh doch nur keine Scheu. Warum haben manche so eine coole Hintergrundmusik? Ach, das sind immer diese Pokémon-Sammler, ne? Die haben immer so eine richtig fetzige Musik. I don't know. Ich mag die. Okay, das sieht aus wie ein Psycho-Pokémon. So ein Yoga-komisches Wesen. Die sind immer sehr Psycho unterwegs. Auch wieder Level 17, ey. Ja, da sollte ja dann wieder unser Eissplitter. Gutzeitig war ja, machen wir deinen Eissplitter. Sehr ja, nicht sehr effektiv. Warum ist das Felsgrab? Nee, bitte nicht. Okay, macht aber auch keinen Damage. Okay, Meditai. Ist nicht ausschließlich Psycho, wenn er überhaupt Psycho ist. Warum hat er überhaupt eine Windel an? Was ist denn das für ein Wesen, bitte? Wir haben halt nichts. Wir haben ja nichts. Gehen wir wieder mit Fly rein. Oh, ich sehe es aber schon kommen, dass Fly dann einfach Level 21 sein wird und ich darf ihn dann überhaupt gar nicht mehr verwenden. Und dann bin ich halt wieder richtig am Arsch. Bam, bam, Anime Tag. Okay. Ich muss viel häufiger Aeroas einsetzen. Aeroas ist so wild. Da bist du auf Level 15. Ich frage mich, wann er sich entwickelt. Turbo-Tempo. Aber du hast schon so geile Attacken. Ja, komm, wir brauchen gleich keinen Blubstrahl. Vor allem nicht auf der Bischof. Das ist irgendwie weird, dass er Blubstrahl kann. Oje, mein niedliches Pokémon. Oh, der hat richtig viel Geld dabei. 1000 Pokédollar. Okay, das hat sich mehr als gelohnt. Merci. Wir haben endlich ein bisschen Geld. Immer noch nicht genug, aber ein bisschen. So, die haben wir ja alle besiegt. Sehr, sehr cool. Dann geht's in der nächsten Folge den Fahrradweg hier lang. Aber, ja, gucken wir mal, was da so passiert. Ich hoffe, Fly wird nicht Level 21. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.